Vandenberge Time for Goal wird präsentiert von Focus und QSC Premium Telekommunikation. Jörg Vandenberge. Er war 7 Jahre lang Profispieler auf PGA-Turnieren weltweit. Er ist Autor diverser Trainingsbücher und er war Schüler von David Ledbetter. Er gründete seine eigene Akademie und machte Golf zur Wissenschaft. Motivator und Analyseguru. Jörg Vandenberge. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei Vandenberge Time for Golf. Wir sind heute in Valais in der Nähe vom Tegernsee und hier entsteht eine ziemlich einzigartige 36-Loch-Anlage, die den neuesten Stand moderner Golfplatzarchitektur widerspiegelt. Das Projekt ist atemberaubend und darum lohnt es sich auch mal genauer drauf zu schauen. Unsere Schwerpunktthemen. Heute dreht sich alles um den neuen Golfplatz in der Valais. Course Manager Andreas Matzner zeigt Ihnen in der Golfplatz-Doku, was sich in der letzten Zeit so in Valais getan hat. Was ist das Besondere an Valais? Wo liegen die Unterschiede zu anderen Golfplätzen? Unsere 3D-Animation verschafft Überblick. Zu Gast bei David Krause. Der Star-Architekt lädt zu sich nach Hause ein und erzählt über seine spannende Arbeit. Und dann eine Premiere. Jessica Lindlau und Jörg Vandenberge spielen die erste Runde in Valais. Golf Valais. Es begann mit einer verrückten Idee, für die aber sofort kompetente Partner gefunden wurden. Der kanadische Star-Architekt David Krause hat das ganze Konzept am Reißbrett entwickelt und nun wird es langsam in die Tat umgesetzt. Ein Golfplatz nimmt Farbe an. Hier ist unsere Langzeitdokumentation. Allmählich sieht es so aus, wie es auf einem Golfplatz auch aussehen sollte. Grün, wohin man auch schaut. Course Manager Andreas Matzner zieht 5 Monate nach der Aussaat ein positives Zwischenfazit. Eine Golfanlage, bis man sie ins Spiel nehmen kann, sagt man 3-4 Monate mit guten Wetterbedingungen. Wir hatten jetzt hier in unserem Fall sehr widrige Wetterbedingungen, sehr starke Regenfälle. Und haben aber das Beste draus gemacht und man sieht auch ein zufriedenstellendes Resultat hier. Zufriedenheit herrscht aber nicht nur beim Course Manager und Bauherrn. Viel wichtiger, die Kundschaft scheint begeistert. Selbst an Regentagen nutzen die ersten Mitglieder das ziemlich opulente Trainingsgelände. Unterdessen kümmert sich Matzner um die Spielbahnen. Auf Golfanlagen gibt es 2 grundlegende Unterschiede. Das ist einerseits die Mischung. Und auf der anderen Seite die Schnitthöhe. Und in dem Fall haben wir das Semi-Rough hier mit der gleichen Mischung wie das Vorgrün daneben. Einmal geschnitten auf 38 mm und in diesem Fall auf 10 mm. Genauigkeit ist gefragt und tägliche Fürsorge, damit alles perfekt erscheint. Die größte Herausforderung, die zahlreichen Abschläge und Putting Greens. Wie man jetzt hier gut sehen kann, befinden wir uns auf dem sogenannten Puttinggrün einer Golfanlage. Das sind ganz exklusive Züchtungen, die Gräser. Und wie man hier auch gut unten sehen kann, es sind Gräser, die eine Tiefenschnittverträglichkeit haben von unter 3 mm. Und das können nur ganz gewisse Sorten ab, weil es bedeutet Stress für den Rasen. Und dadurch bedarf es einer ganz hohen Pflege, um so einen Standard zu halten. Mit der Pflege scheint es ja ganz gut zu klappen. Jeder Meter Rasen, ein Traum in Grün. Sowohl Abschläge als auch Grüns, tadellos. Das Rough neben den Bahnen wächst und gedeiht. Also jetzt momentan befinden wir uns auf den Spielbahnen, auch Fairways genannt. Die Fairways machen flächenmäßig einen Großteil einer Golfanlage aus, werden auch sehr intensiv gepflegt, zwar nicht vergleichbar mit Grün- und Abschlagsflächen, aber dennoch kriegen sie wöchentlich mehrfach einen Schnitt, werden gedüngt und besandet, um einfach diese Textur zu kreieren, die notwendig ist, um schöne Spielbahnen zu präsentieren.
Das Gras für Andreas Matzner und sein Team von Greenkeepern ist es mehr als einfach nur grün. Wir sind sehr zufrieden mit der Auswahl der Gräser. Es ist ein sehr dicht wachsend und aufrecht wachsendes Gras. Die Gräserauswahl für die Grüns und Abschläge gewährleisten einen Top-Zustand in der Zukunft. Und von daher sagen wir, sind wir rundum zufrieden. Es geht also vorwärts in Valley. Kein Wunder bei dem verregneten Sommer in Bayern. Golf Valley ergrünt. Die tägliche Arbeit zahlt sich aus. Dieser Park hat es wirklich in sich. Das Schmuckstück ist der 27-Loch Champions Course, auf dem auch internationale Turniere gespielt werden können. Dabei fallen besonders die Hindernisse auf und die großzügig angelegte Seenlandschaft. Aber es gibt noch mehr Besonderheiten. Wir zeigen sie Ihnen in unserer 3D-Animation. Die Golfanlage Valley spart nicht mit Superlativen. Ein dreifacher 9-Loch-Tournament-Course auf mehr als 133 Hektar Fläche. Und der ist so konzipiert, dass die Anlage allen Anforderungen einer modernen, tourkonformen Struktur nicht nur standhält, sondern diese Anforderungen leicht übertrifft. Die gesamten 27 Loch sind frei kombinierbar untereinander, um Spielern und Zuschauern ein extra Golferlebnis zu ermöglichen. Die 27 Löcher des Tournament-Courses setzen neue Maßstäbe. Herauszuheben sind dabei auch die Zuschauerplätze und ihre konsequente Planung. Sie sind so angeordnet, dass insgesamt 4 Löcher im direkten Sehbereich der Zuschauer am Clubhaus sind. So kann das Spielgeschehen auf den Löchern 25, 27, 9 und 16 komplett von der Tribüne aus verfolgt werden. Daneben wurden 2 große Flächen für den Turnierservice eingeplant. Insgesamt also eine konsequente Planung, die in Richtung der großen internationalen Turniere abzielt. Ein absolutes Highlight der Anlage stellt auch der gesamte Übungsbereich, die Practice Area, dar. Mit insgesamt 21 Hektar Fläche hat sie eine Größe, auf der man einen kompletten 9-Loch-Kurs hätte integrieren können. Alle Aspekte einer perfekten Practice Area wurden hier konsequent integriert. So haben alle Abschlagplätze auf der Driving Range eine Mindestgröße von 3 Metern in der Breite. Die Tiefe des Abschlagsbereichs liegt bei über 35 Metern. Somit kann dieser durch verschiebende Abschlagslinien auch bei extremem Spielbetrieb geschont werden. Mit einer Gesamtbreite von 320 Metern können ca. 100 Golfer gleichzeitig auf dieser Range trainieren. Da aber gute, lange Schläge nicht unbedingt zu einem guten Score führen müssen, wurde in der Valley auf eine ebenso gute Umsetzung des kurzen Spiels im Trainingsbereich geachtet. Auf 2 unterschiedlichen Plätzen finden sich Trainingsbereiche für das Chipping, das Trainieren der Pitches und natürlich für das Putten. Neben all diesen Aspekten überzeugt vor allem die Voraussicht der Planer in Hinsicht auf den professionellen Golfsport. Da in diesem die Turnierplätze immer länger werden, hat man sich in der Valley dieses Themas angenommen. Die Valley ist mit 7150 Metern bei Abschlägen von den Pro Tees der längste Turnierplatz der Welt. Obwohl jedes der insgesamt 27 Löcher seinen Reiz hat, sind einige aus rein spielerischer Sicht besonders hervorzuheben. Das Loch 9, ein Par-4-Loch mit insgesamt 265 Meter zum Grün, stellt den Spieler vor eine große Versuchung. Um auf Sicherheit zu spielen, sollte man an diesem Loch eigentlich ein 6er Eisen benutzen, um dann sauber zum Grün zu kommen und 2 Putts zum Par zu spielen. Die reelle Bahnlänge wird durch das leichte Dogleg nach rechts jedoch verkürzt. Dies erhöht für professionelle Spieler den Reiz, das Grün direkt anzuspielen, um sich eine Birdie- oder sogar Eagle-Chance zu erspielen. Ein weiteres, interessantes Loch, die 10. Dieses Par-5-Loch wirkt vom Tee aus noch relativ einfach, fast schon langweilig. Ist der Tee-Shot jedoch gemacht, stellt dieses Loch den Spieler vor eine reiche Auswahl an Möglichkeiten. Mit den Worten von David Krause gesprochen, boring from the tee, but then it gets really interesting. Unser Fazit, die Valley, ein herausragender und vorzüglicher Golfplatz, über den Sie sich ein eigenes Bild machen sollten. Ein Kurs,
Der Superlative wartet auf Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie neugierig sind auf den Mann, der das hier alles erfunden hat. Wie tickt so ein Golfplatzarchitekt und wie lebt so ein Golfplatzarchitekt? David Krause ist zwar Kanadier, aber der lebt in der Nähe von Hamburg, in York im alten Land. Und dort macht er auch seine Arbeiten. So sieht er aus, der tägliche Weg ins Büro. David Krause, der Star-Architekt. Ohne langen Anfahrtsweg. Er nutzt seine Zeit lieber für die große Leidenschaft, Golfplätze. Schon als kleiner Junge in Kanada verbringt Krause Stunde um Stunde auf dem Golfkurs, bestaunt die Spieler, verdient sich ein paar Dollar dazu und erlernt, den Golfsport zu lieben. Ich habe durch dieses Erlebnis auf dem Platz dann entschieden, einen Versuch zu machen. Und ich habe eine Ausbildung gemacht als Greenkeeper, das war 2 Jahre. Und dann habe ich sogar 5 Jahre als Head Greenkeeper oder Golfkurs Superintendent, heißt das in Kanada, und habe die Verantwortlichkeit für einen Golfplatz übernommen. Zusammen mit Robert Trent Jones, dem größten aller Golfplatzarchitekten, arbeitet er 5 Jahre am Ryder Cup Kurs im spanischen Valderrama. Eine Erfahrung, die Krause prägt. Jeder hat sein eigenes Stil, aber da sind einige Punkte, die immer mit mir geblieben sind. Das Natur zu respektieren, zu versuchen, eine Arbeit, trotz dass es etwas Künstliches mit großer Modellierung und wir in Valais, wir werden mehr als 1 Million Kubikmeter Erdbewegung machen, wenn nicht mehr. Und trotzdem, das Ziel ist, dass es natürlich aussieht. Natürlichkeit, eine Eigenschaft, die auch auf den 47-Jährigen zutrifft. Übrigens, wo andere einen Garten haben, hat David Krause ganz selbstverständlich einen Bunker und ein Putting Green. Mit dem Golfvirus infiziert auch seine Familie. Zusammen mit den 2 Söhnen verfeinert er hier sein Kurzspiel. Das Ergebnis? Handicap 4,5. Etwas, das ich versuche immer beim Bau von unseren Golfplätzen, ist, dass die Hindernisse sichtbar sind. Das ist für mich fast die allerwichtigste, weil der Golfer soll die Möglichkeit haben zu entscheiden, was mache ich mit meinem Golfball. Wenn wir hier auf den Plan gucken zum Beispiel, wir haben verschiedene Hindernisse reingesetzt. Diese 10. Bahn hat eine besonders große Naturbunker oder Wastebunker. David Krause liebt den Golfsport. Das Wichtigste für ihn, den Spaß am Spiel behalten. Und das merkt man seinen Plätzen an. Jede Bahn scheint perfekt durchdacht. An jedem Loch gibt es etwas ganz Besonderes. Dahinter stecken viele Stunden Arbeit. Nicht nur beim Planen. Golfplätze, die leben von was draußen ist. Und egal wie gut die Arbeit auf Papier ist, muss man unbedingt immer vor Ort sein. Und das ist etwas, ich bin jede Woche auf der Baustelle. Ich folge der Arbeit. Zeitintensiv, aber elementar wichtig. Denn mit dem fertigen Plan fängt für Krause die Arbeit erst richtig an. Nur rund 75% des Platzes lässt er nach seinen Vorlagen bauen. Das letzte Viertel entsteht im Dialog mit den Shapern oder dem Course Manager Andreas Matzner. Ein gutes Golfloch soll ein schwieriges Par, aber ein leichtes Bogey. Und das ist leicht zu sagen, aber nicht immer leicht zu tun. Und wenn man das schafft, dann haben wir einen guten Golfplatz. Der Niedrig-Handicapper hat eine Herausforderung. Und der Bogey-Golfer, der durchschnittliche Golfer, kann immer noch Spaß auf so einem Platz haben. Und um seiner Devise zu folgen, gibt es immer wieder Änderungen, ob groß oder klein. Der Lohn, bereits jetzt gehören 4 Plätze von David Krause zu den Top 50 in Deutschland. Golferlei wird ihnen in nichts nachstehen. Ich bin durch Türen gekommen und eingeladen von Leuten, wo das wird nie im Leben passieren bei einem anderen Beruf. Und ich habe inzwischen in Spanien gewohnt und ein bisschen das Leben in Spanien kennengelernt. Ich habe in Frankreich gewohnt und jetzt bin ich mittlerweile seit 12 oder 13 Jahren hier in Deutschland und das ist alles der Golfsport zu verdanken. Ein echter Star-Architekt, David Krause.
Was David Krause ersonnen hat, wird hier inzwischen in die Tat umgesetzt. Golfwallei lebt. Es fehlen nur noch die Feinarbeiten, wie Ausgrenzen setzen, andere Markierungen setzen und was alles noch dazugehört. Hier sind Einzelheiten darüber. Endlich ist es soweit. Die ersten 9 Bahnen von Golfwallei können bespielt werden. Was jetzt noch fehlt, sind die allerletzten Details. Verantwortlich dafür Andreas Matzner, der Course Manager. Seine Aufgabe ist es, aus den grünen Rasenflächen einen Golfplatz zu machen. Das Setzen der Löcher auf den Grüns gehört dabei genauso dazu wie das Aufstellen der Abschlagtafeln. Also die ersten und weiteren Arbeitsschritte werden jetzt sein, die ganzen Markierungen auf den Golfplatz zu verteilen, wie Längenmarkierungen, Abschlagmarkierungen, Abschlagtafeln, wie wir vorhin gesehen haben, sowie die Bestandspflege. Was man darunter genau zu verstehen hat, erklärt uns Andreas Matzner jetzt im Detail. Zu den Aufgaben einer Golfanlage zählt es auch, dass man täglich die Abschlagmarkierungen versetzt und dadurch, wie man hier schön sieht, die rausgeschlagenen Divots, die im Spiel entstehen, dem Rasen die Möglichkeit gibt, sich wieder zu regenerieren. Man sucht sich dadurch eine Stelle, wo noch kein Divot herausgeschlagen wurde. Sie werden in einem Abstand von 5 Metern gesetzt. Und senkrecht zur Spiellinie. Doch nicht nur die Abschläge werden stark belastet. Ähnlich strapaziert durch den täglichen Spielbetrieb die äußerst pflegeintensiven Grüns. Jeden Tag, auf jeder Bahn, muss deshalb die Fahnenposition verändert werden. Andreas Matzner entfernt Fahne und Cup aus dem Loch. Die neue Position legt er dabei selber fest. Ein gutes Verständnis für das Golfspiel ist dabei enorm wichtig. Schließlich bestimmt Matzner jetzt mit der Position des Lochs den Schwierigkeitsgrad und somit auch die Herangehensweise der Golfer an diese Bahn. Im Spielbetrieb werden die Fahnenpositionen täglich versetzt und der Hauptgrund ist, dass dadurch sich ein Platz auch vom Spielerischen her verändert. Er wird kürzer, er wird länger, er wird schwieriger und leichter, je nachdem wie die Fahnenposition gesetzt wird, in Kombination mit den Abschlagmarkierungen. Jetzt noch schnell die Fahne rein und fertig ist das neue Loch. Jetzt muss sich Andreas Matzner aber noch um das alte kümmern. Die einfachste Lösung ist hier gleichzeitig die beste. Der Course Manager füllt das Loch mit dem frisch entnommenen Plug auf und fertig. Zur Bestandspflege gehört unter anderem die Düngung der Flächen und das gewährleistet die Versorgung von Nährstoffen für die Gräser. Und da fahren wir auf Golfanlagen zweigleisig, dass wir mit Flüssigdüngepräparaten arbeiten sowie mit Granulaten. Mit mineralischen wie auch mit organischen Düngern arbeiten. Dabei werden große Flächen wie Roughs und Fairways mit motorisierten Maschinen gedüngt. Nur die besonders sensiblen Parts, Abschläge oder Grüns von Hand. Auch das übernimmt Matzner höchstpersönlich. Inzwischen kümmert sich der stellvertretende Geschäftsführer Steffen Keller mit Clubmanagerin Anita Wagner um die Mitglieder. Denn der Golfclub Wallei erfreut sich jetzt schon großer Beliebtheit. Wir werden für den ersten Ausbau der Anlage bis zu 850 Mitgliedern gehen, damit die Mitglieder entsprechend natürlich auch die Zeit haben, auf der Anlage zu spielen. Wir werden ein Tee für die Mitglieder reservieren und eins für die Gäste reservieren und entsprechend dort natürlich auch die Exklusivität für die Mitglieder wahren. Und sobald dann eventuell weitere Baufortschritte kommen, dann könnten wir nochmal über eine Aufnahme reden, aber ansonsten wird es bei diesen 850 Mitgliedern bleiben. Viel Arbeit noch für Andreas Matzner und sein Team. Doch es lohnt sich. In Golfwallei kann ab sofort der Schläger geschwungen werden.
Golfverleih ist fertig und wartet darauf, bespielt zu werden. Und wenn man eine gute Einschätzung haben will, dann schickt man die Besten auf den Platz. Also unseren Pro Jörg Vandenberge und Jessica Lindlau, Handicap 2. Wow, was für ein schönes, ja, monströses Par-5-Loch. Nicht schlecht. Zum Glück haben wir hier heute gegen Rückenwind. Stell dir das mal bei Gegenwind vor. Ja, das ist wirklich. Dann wird es von einem Par-5 schnell zu einem Par-8. Jörg Vandenberge und Jessica Lindlau. Sie haben die Ehre. Let's do it, oder? Als erste überhaupt dürfen nämlich die beiden die ersten Bahnen in Valai spielen. Ja, sehr schön. Eine der Besonderheiten des neuen Golfplatzes kommt gleich zu Beginn zum Tragen. Dank 6 verschiedener Teeboxen pro Bahn hat jeder Spieler die Möglichkeit, nach seinem Leistungsvermögen den richtigen Abschlag zu wählen. Auch auf extreme Witterungsbedingungen wie starken Regen oder starken Rücken bzw. Gegenwind kann der Spieler hier reagieren. Die Herrenabschläge variieren dabei von 6.000 bis 7.100 Meter, die der Damen von 5.100 bis 5.500 Meter Platzlänge. Einen besonderen Komfort bieten ebenfalls die Fairways in Valai. Wow. Und das ist einmalig in Deutschland. Unter diesen Spielbahnen befindet sich eine 5 cm dicke Rasentragschicht. Der sonst nur bei Grüns und Abschlägen verwendete Aufbau sorgt für ein ideales Wachstum und schnelle Regeneration, auch auf den Fairways. Okay, 155 Meter bis zur Fahne. Es ist ein bisschen Wind hier. Obwohl es nur etwas mehr als 20 Kilometer bis zum Münchner Marienplatz sind, liegt dieser Platz in einer idyllischen Umgebung mit Blick auf die Tegernseer Alpenkulisse. Dank des Platzdesigns von Krause wirkt jede Bahn in Valai natürlich, auch wenn die Anlage komplett künstlich erschaffen wurde. Und noch so ein Highlight, die Bunker. Sie sind alle sichtbar. Es gibt keine bösen Überraschungen. Das Prinzip fair, aber anspruchsvoll greift auch hier. Yeah. Gleiches gilt für die Grüns. Mit einer Größe von 600 bis 1000 Quadratmeter suchen sie ihresgleichen in Europa. Zahllose verschiedene Fahnenpositionen sind so möglich. Die Folge: an jedem Tag hat jede Bahn einen anderen Charakter. Die Spielstrategie muss so immer wieder neu überdacht werden. Eine Herausforderung für jeden Golfer, ob Pro oder Hobbyspieler. Tricky Loch, ne? Ja, mit dem Wasserhindernis, also. Tja, Wasser. Insgesamt beherbergt der Platz von Golferlei 6 Wasserteiche. Alle sind unterschiedlich groß, stellen unterschiedliche Anforderungen an die Spieler. Die spektakulärste Aufgabe mit Sicherheit, das Inselgrün auf Bahn 16. Ebenfalls eine Herausforderung, Bahn 9. Hier muss das Wasserhindernis komplett überspielt werden, wenn auf der Scorekarte ein Birdie stehen soll. Jede Bahn in Valai ermöglicht den Spielern verschiedene Wege zum Grün. Der Mut zum Risiko wird oft belohnt, manchmal aber auch der sichere Weg. Eines aber ist immer garantiert: die Freude am Golfspiel. Oh. Okay. Naja, Paar ist auch ein schöner Abschluss. Das haben wir beide nicht schlecht gemacht, gell? Ja, sehr schön. Danke dir, Dessin. Es war eine gute Runde. Hm? Ja, fand ich auch. Nicht nur das Ergebnis war gut. Wie fandst du das jetzt hier? 18. Ja, sehr interessant zu spielen. Die vielen Wasserhindernisse mit den Bunkern abwechselnd. Das hat schon in dieser Riesensee, ja, mit dem Inselgrün. Das ist wirklich. Das ist fast wie an der 17 in Sawgrass. Ja, ja, genau. Also. Ja, und ich meine, wir haben heute zwar Wind. Ja, aber ja, wenn hier mal richtig schon der Wind geht, dann hält es dich kaum auf den Abschlägen. Oh ja, da kommt das noch eine kleine Komponente dazu. Ja, das stimmt. Ja, ich finde das schön. Was ich auch sehr schön finde, ist diese Hügel an der Seite. Ja? Gerade für, sagen wir mal, für nicht so gut spielende Amateure. Lässt eben den Slice oder den Hook wieder in die Bahn reinkommen. Weißt du? Die sind ja also nicht so sehr
bestraft mit nicht gerade zielgerechten Schlägen. Die Bunker sind auch gut. Ja, sehr stimmt, fair. Fand ich aus auch. Allen Positionen kannst du gut zum Ziel weiterspielen. Und die Grüns, toll, also so, solche Riesengrüns. Ja, das ist echt fantastisch. Also wie gesagt, kannst du da Positionen stecken, die die Bahn jedes Mal anders wirken lassen. Ne? Ja, das ist schon gut. Spielen wir hier nochmal? Natürlich, also, auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt zum 19. Loch. Ja, Golfverleih ist also wirklich schon ein sehr imposantes Projekt und wartet auch darauf, dass Sie den Kurs mal bespielen. Ich denke mal, die Zeit sollte man sich nehmen. Und wenn Sie genau zugehört haben, was hier in der Sendung passiert ist, dann sind Sie jetzt mit Sicherheit auch fit für unser Gewinnspiel. In der letzten Woche fragten wir Sie, wie lange dauert im Treffmoment der Kontakt zwischen Ball und Schläger. Eine 4000stel Sekunde war richtig. Über den Powerswing-Fan freuen kann sich Fred Zeller aus Kösching. Mit 7150 Metern ist Golfverleih der längste Platz A. Deutschlands, B. Europas oder C. weltweit. Zu gewinnen gibt es eine Computeruhr Suunto G6. Mitmachen können Sie bis zum 8. Oktober 2007 unter www.vandenberge-timeforgolf.de. Viel Glück! Ich denke, das war nicht ganz so schwer. Die Zeit ist also reif für Sie, den Preis mal abzuräumen. Das war unsere erste Berichterstattung von der Entjungferung der Anlage in Valais. Wirklich richtig toll hier und ich glaube, das wird sich auch noch weiterentwickeln. In zwei Wochen kommen wir dann natürlich wieder mit Vandenberge Time for Golf und einem neuen Spezialthema. Bis dann, bleiben Sie uns gewogen und tschüss. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Focus und QSC, Premium Telekommunikation.